Benutzen Sie die Übung des Auf- und Abströmens, um Ihren Körper mit gesunden Kräften zu durchströmen, für Harmonie und Gleichgewicht zu sorgen und darüber zu staunen, wie das entsteht. Sie sind aktiv und spüren gleichzeitig sich selbst. Sie lassen los und gewinnen an Kraft. Stellen Sie sich entspannt, aber aufrecht hin. Spüren Sie in Ihren Körper hinein, bis er sich anfängt, leicht und getragen zu fühlen. Das Gewicht ist eher vorne auf den Ballen als auf den Fersen. Geben Sie etwas Spannung in die Hände und strömen Sie mit den Händen von unten nach oben. Oben wenden Sie die Hände und strömen wieder nach unten. Merken Sie, dass auch ein Abstrom in Ihnen entsteht? Wiederholen Sie die Übung noch einmal, strömen Sie mit den Händen nach oben und achten Sie darauf, ob Sie jetzt Ihre Füße vielleicht stärker spüren als vorher und sich plötzlich verwurzelt und geerdet fühlen. Und wenn Sie nach unten strömen, ob ab einer bestimmten Höhe in Ihnen ein Aufstrom entsteht und Sie sich am Schluss größer und aufgerichteter fühlen als am Anfang. Wenn Sie das Auf- und Abströmen mehrmals in Ruhe wiederholen, dann können Sie merken, dass der Atem auf natürliche Weise mit dieser Bewegung mitgeht. Normalerweise wird wahrscheinlich beim Einatmen, beim Aufströmen ein Einatmen erfolgen und beim Abströmen ein Ausatmen. Oder Sie werden merken, dass auf einem halben Weg Sie eigentlich schon wieder ausatmen möchten und zwei Atemzüge pro Weg machen. Dann lassen Sie das geschehen. Wichtig ist, dass es möglichst ungezwungen ist und vielleicht sogar noch mehrere freie Atembewegungen auf einem Wege stattfinden. Wenn Sie vor lauter Konzentration auf die Hände und auf das Strömen vergessen, bei sich zu bleiben, dann verlieren Sie Kraft, anstatt Kraft zu bekommen. Probieren Sie es vielleicht mal extra aus und gehen ganz rein in Ihre Hände und strömen rauf und strömen rauf und strömen rauf und strömen rauf. Dann werden Sie vielleicht merken, dass hier in der Lunge von unten her ein Druck entsteht, die bläht sich auf, der Hals fängt an gepresst zu werden und die Arme zieht es nach oben und die Füße werden leicht und wollen am liebsten tänzeln. Umgekehrt,
wenn sie ganz mit den Händen und mit dem Abstrom mitgehen und auch innerlich ganz mit nur runterströmen, dann merken sie, der Körper wird schwer und die Lunge wird ausgepresst und sie verlieren eigentlich jede Lust zu atmen. Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Alltag kommt das manchmal vor. Darum üben Sie mit dieser Übung, aktiv zu sein und bei sich zu bleiben.